Und da ist er schon wieder. Willkommen zu einem weiteren Video. Im Moment rennt's. Und auch bei den Wolvinchen rennt es nicht nur, dass Deadlock extrem fette Zahlen einfährt, sondern es wurde jetzt auch endlich, nach mittlerweile, ich glaube, fast einem Jahr, dieser ominöse Boosting-Bug gefixt. Was das genau heißt, schauen wir uns jetzt an. Let's go! Dreistellig ist doch im Normalfall eigentlich eine Million. Oder ist das 100er-Bereich? Mr. Maxim hat das gerade vor kurzem sehr gut erklärt, darum schauen wir uns jetzt das Ganze hier von ihm mal geschwind an. Und zwar geht es hier um diesen komischen Fall, bei dem man so ganz merkwürdig auf dem Mate rumhopst und auch nicht mehr richtig schießen kann, wenn man auf ihn drauf springt. Man kollidiert irgendwie nicht richtig mit ihm und das ist vor allem eben beim Boosten sehr stark aufgefallen, wie man hier sehen kann, schießt man auch komplett daneben. Obwohl eindeutig hier hingezielt wird und man sich eigentlich nicht bewegt. Aber man sieht hier sehr gut, wie es rumzuckelt. Dieser Boosting-Bug stört bereits seit Monaten das Spiel oder vielmehr den Ablauf des Spiels, natürlich vor allem bei den Profis, da fällt es am ehesten auf, weil die natürlich viel mit Boosting-Geschichten arbeiten und das alles sehr raffiniert ausspielen. Bei uns Casuals stört es natürlich auch, aber wenn ein Profi-Match oder eine gewisse Runde, die sehr wichtig war, verloren wurde, wegen so einem verschissenen Bug, dann ist es vor allem bei den Profis natürlich extrem ärgerlich. Das Ganze hat die Spiele förmlich heimgesucht und keiner wusste, was genau abgeht. Die Volvos waren entweder bis dato nicht wirklich dran oder haben einfach nicht herausfinden können, warum das so ist, weil es ist nicht immer so. Du kannst einfach ganz normal auf einem Mate draufstehen, alles ist gut und 5 Runden später geht's nicht mehr. Doch das Ganze wurde von ein paar Leuten aufgedeckt. Und zwar einmal Gold, der vor Monaten bereits Richtung Valve E-Mails geschrieben hat und gesagt hat, dass er da was auf der Spur ist. Und zu guter Letzt hier von Pogu und Konsorten. Ich glaube, hier hat er irgendwo noch weitere Leute benannt, die Folgendes festgestellt haben. Wenn man auf einem Kollegen steht und alles cool ist, also der Bug im Moment gerade praktisch nicht funktioniert, kann man den Kollegen töten und sich danach selbst killen. Und wenn die Ragdolls, also die Puppen, die Figuren, mit denen man eben spielt, die Agenten, kurzum die Toten, wenn die aufeinander liegen und sich berühren, also Kontakt haben, dann ist dieser Fehler kreiert. Und schon kannst du nicht mehr richtig stehen. Du siehst, wie es einfach zuckelt, weil sich die Leichen berührt haben. Darauf muss man erstmal kommen. Es ist also nicht wirklich ein Boosting-Bug in dem Sinne, dass das Boosten an sich nicht geht, sondern es ist einfach ein Collision-Fehler. Denn die Kollisionen sind in diesem Fall dann fehlerhaft. Sie werden nämlich in dem Fall dann einfach ausgeschaltet und dann hast du diese Zuckelei, weil die Kollisionen nicht mehr richtig funktionieren. Und genau dieser Fix repariert eben das. Darüber haben wir gestern im Livestream schon gesprochen, als das Update live gerade reinkam. Einige haben gesagt, ah, guck mal, da ist jetzt nicht allzu groß. Da ich aber die Sache schon vorbereitet hatte, also dieses Jump-Boost-Bug-Video, war mir direkt ziemlich klar, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, sobald es ihnen möglich ist, mit einem Update nachkommen, um das zu fixen, weil jetzt endlich herausgefunden wurde, woran es eben liegt. Mit dem Wissen konnte man den Bug dann auch selbst beheben, und zwar mit diesem Befehl, mit dem man die Kollision einfach einschaltet, hat man den Bug fixen können. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das jetzt eben automatisch über das Spiel passiert, beziehungsweise die Kollision generell immer wieder an sind oder durchgehend an sind. Wenn man jetzt nicht gerade mit Leichen rumspielt, wie es zum Beispiel unser lieber 3-Klicks Philipp, Gabe Follow und auch andere gemacht haben, dann ist das gar nicht so wild, wenn die Kollisionen immer an sind. Also sollte man zumindest meinen. Natürlich kann das auch wieder zu Problemen führen, wer zum Beispiel schon mal in Garry's Mod was gebastelt hat und diverse Dinge hatte, die hängen geblieben sind und dann durchgehend aneinander rumgegrindet sind und dann FPS gezogen haben wie Sau. Also der kennt diese Problematik natürlich auch und darum ist es natürlich gar nicht mal so unsicher, Tote direkt aus der Kollision herauszunehmen, dass Leichen auch einfach ineinander fallen können, nicht aufeinander drauf, die rumrutschen können und so weiter und so fort. Aber ja, naja, also mittlerweile sollten ja eigentlich die PCs zumindest so stark sein, dass mit diesen 10 Leichen, die nun mal entstehen könnten oder können, dass das gehandelt werden kann. Vor allem, weil wir diese tolle neue Source 2 Engine haben, da sollte das ja noch besser gehen. Bevor wir noch geschwind die anderen 3 Dinge abarbeiten, die hier im Update gebracht wurden, noch kurz diese Info, dieser Pogu ist hier sogar tatsächlich genannt. Thanks for the Repro Steps, Pogu. Vielleicht sagt euch der Name Pogu sogar irgendwas. Das ist einer von denen, die gebannt wurden, als sie diese 180-Grad-Bind-Geschichte gemacht haben und praktisch einen, ich glaube, Spinbot oder was sie da faken wollten. Und zack, hast du einen Wackbann gehabt. Er ist einer von denen, die noch einen Wackbann haben. Und scheinbar hat er jetzt ganz frisch, aber das ist schon noch irgendwie, also ich weiß nicht, wie das nochmal passieren kann, nochmal einen bekommen. Also ein ungerechtfertigter Bann. Und zwar das, was er hier gerade eben eingegeben hat. Da hat man schon gesehen. Hier war es kurz. Das hier ist die Stelle, an der es passiert. Also er dreht sich hier extrem schnell, nehme ich an, hin und her. Und schon ist er weg. Das war sein WAC-Stress-Test-Account. Man wird also scheinbar immer noch für die Nutzung dieses Commands gebannt. Auf der einen Seite natürlich cockig von den Volvos irgendwie, ne? Ich meine, okay, das sieht halt so aus, als wenn jemand absolut reinragen würde, nehme ich an, für das Anti-Cheat. Man sollte trotzdem irgendwie unterscheiden können. Aber auf der anderen Seite wiederum, und die finde ich eigentlich wichtiger, einfach nicht machen. Es kann dir nicht aus Versehen passieren. Zumindest soweit ich weiß. Kannst du nicht durch stinknormales Gameplay gebannt werden. Du musst wirklich mit voller Absicht dummen Scheiß machen. So ein bisschen wie in Amerika auf einen Polizisten zurennen und ihm die Waffe aus dem Holster ziehen. Dann sagt ja auch keiner, oh nein, der wurde erschossen, scheiße. Sondern jeder sagt, ja, ne?
hätte es mal nicht gemacht. Aber dennoch würde ich sagen, dass man Pocue, sofern er mit seinem Main-Account diesen Test gemacht hat, was er hoffentlich nicht gemacht hat, aber falls er so geschehen ist und sein Main-Account hätte fälschlicherweise einen Wackmann, dann würde ich sagen, komm, entbannt den Kerl, let's go. Der hat euch jetzt ordentlich unter die Arme gegriffen mit der Fixung dieses Fehlers. Da kann man schon noch mal ein Entbannungsding reinjallern. Aber wenn es ein anderer Stress-Test-Account war, weiß ich nicht. Er macht die ja dann mit vollem Absicht, genau um das zu machen. Generell bin ich natürlich feste dafür, dass Accounts, die fälschlicherweise gebannt werden, auch wieder entbannt werden. Denn das ist einfach Trash, wenn Accounts halt einfach grundlos gebannt werden oder missverständlich gebannt werden. Aber wenn man wiederum halt einen Cheater imitiert, also so extrem imitiert, dass auch ein Außenstehender, der mitspielt, sagt, ja okay, was ist mit dem los, der hat an. Ich denke, da ist eine gewisse Grenze erreicht, wo man sagen könnte, warum? Warum imitierst du das? Warum machst du das? Ne, wie gesagt, das Beispiel mit dem Knilch, auch wenn du auf den Polizisten zurennst mit einer Plastikwaffe, peng, 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 hast du vielleicht bei einem Glück, der sieht von weiter weg, ja, das ist ein Idiot, mit einer Plastikwaffe. Und bei anderen, die schießen halt einfach direkt. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man sollte es, finde ich, nicht auf die Spitze treiben. Weil dann ist man möglicherweise auch zurechtgebannt. So, auch die drei weiteren Punkte, die ja noch im letzten Update stehen, sind folgende. Der erste Punkt schreit fast danach, dass er extra für mich gemacht wurde. Wenn man schlechtes Internet hat, dann werden diverse Commands, wie zum Beispiel auch der Jump-Command, nicht ignoriert, sondern ausgeführt. Es gab wohl Fälle, da wurden die Dinger ignoriert. Vielleicht sogar meine Laufgeschichte. Ihr wisst, ne, wenn ich einen Jiggle Peek mache und ich drücke dann auf D und sofort wieder auf A, aber der rafft gar nicht, dass ich A gedrückt habe und denkt, ich drücke D immer noch und läuft einfach komplett aus der Deckung raus. Vielleicht ist das ja endlich eine kleine Rettung hier für mich. Wäre schön. Dann wurde noch die Sprunghöhe angepasst. Man war da mitunter sehr inkonsistent. Das Ganze hat jetzt einen Abstand von, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, 0,01, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist auf jeden Fall verbessert worden. Und zu guter Letzt können Linux-User auch noch aufatmen. Dort scheint sich Counter-Strike immer mal wieder im Pausemenü aufgehangen zu haben, wenn man das Pausemenü geöffnet hat. Das wurde nun auch gefixt. Let's go. Und um das noch ganz kurz anzufügen, dieser Boost-Bug hat natürlich nicht nur beim Boosten gestört, sondern mitunter auch in der Bewegung, wenn du an deinen Mates so rumgezappelt bist, weil die Collision halt defekt war. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man, wenn man sich schon geblockt hat, sich noch dämlicher geblockt hat, weil alles rumgezuckelt hat. Also der Punkt mit dieser gefixten Collision ist tatsächlich relativ strong. Auf der anderen Seite war es ein selbstgemachter Fehler. Also ja, sie haben jetzt halt einen sehr schlimmen oder störenden, selbst erstellten Fehler gefixt. Mithilfe von anderen. Ja. Und wisst ihr, was wir jetzt fixen werden? Diesen Zeuskin hier. Mir ist keine bessere Überleitung eingefallen, sorry. Den gibt's nämlich heute im Random-Livestream. Was? Ich werde jetzt gleich, sobald dieses Video online geht, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, sofern der scheiß Upload wieder ewig dauert, einen Random-Livestream anschmeißen. Mittwochs bin ich ja eigentlich gar nicht live, aber heute werde ich reindaddeln und mit euch gemeinsam Deadlock spielen. Bei uns auf dem Discord sind im Moment so viele neue, die nach den Keys dazu fragen und die das Spiel jetzt eben langsam Stück für Stück für sich entdecken. Und dann möchte ich natürlich auch gerne mal ein paar Ründchen reindaddeln. Ich habe schon ein paar Runden gespielt, aber noch nicht mit oder im Stream. Und das werden wir jetzt gleich machen. Also auf Twitch bin ich wahrscheinlich jetzt schon, während du das hier hörst, live. Und es gibt unter anderem diesen Zeus-Skin im heutigen Giveaway. Wir hauen natürlich auch noch einen zweiten Skin, einen Sticker und ein Graffiti raus, so wie in jedem Stream. Ja, dann bis gleich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare und für die Likes. Und dann bis gleich, falls ihr Bock habt, mal bei Deadlock rein zu luschern oder sogar mitzuspielen. Es kann natürlich, so wie in Counter-Strike, auch jeder bei mir mitspielen in den Streams. Also ran da. Bis gleich. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram.